Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Immer reine Unterhaltung, keine Finanzberatung hier. Kommen wir zum aktuellen Tagesthemen. Zu den aktuellen Tagesthemen. Genau. Also, wir haben eine ziemliche Erholung gehabt. Ja, seit dem Absturz vor 2 Tagen. Ja, also seit Anfang der Woche. Und sind wieder in dem Bereich bei Bitcoin, also bei Ethereum definitiv. Ja, da waren wir noch nicht draußen. Und ich habe ja schon seit einigen Wochen gesagt, diesen Bereich 30.000 bis 41.000, das ist so der Bereich, wo ich denke, dass wir uns relativ lange drin aufhalten werden. Ja, vielleicht bis Ende des Monats definitiv noch. Und wir waren kurz darunter, ja. Aber ist jetzt definitiv wieder zurück. Heißt das, dass wir jetzt aus dem Schneider sind? Kann ich nicht sagen. Ja, ich bin kein Trader, habe keine Glaskugel, aber meiner Meinung nach, das ist ein Dip wie jeder andere, ja, der zuvor auch gewesen ist, wenn ihr euch das mal anguckt. Ne? Immer wenn es einen größeren Dip gab, ging der sofort wieder hoch. Ja? Und meiner Meinung nach sind das einfach geplant oder so gewollt oder herbeigeführte Bewegungen in den Märkten, die große Anleger oder Leute mit viel, viel Geld, viel Macht und viel vor allem Investment, ja, Vermögen, die wollen es einfach günstiger kaufen, ja, und schwupps, guckt euch mal das Video von gestern an, glaube ich, gestern oder vorgestern, da hat, ich glaube, 92 größte Bitcoin Wallets, ne, von den Top 100 bis, ich glaube, 100, das sind 12 Wallets zusammen, die haben zusammen beide Dip gekauft, ja. Diesen Dip hier, genau diesen Dip, den wir hatten. Ja, und jetzt denk mal nach, kann das vielleicht sein, dass das herbeigeführt worden ist oder diese ganzen Panik, Angst, die vorher verbreitet worden sind, oh, wenn wir unter die 30.000 gehen, da werden wir in den Bärenmarkt steigen. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich noch was Schönes für euch, ja. Hier, guckt her, Montag. Dienstag, ja, was merkt ihr was? Ja, die rote Kerze, seht ihr die rote Kerze? Ja, was ist da passiert? Naja gut, wir sind unter die 30.000 gegangen, alle gingen davon aus, wir gehen jetzt auf die 25 oder 28 wenigstens zu, ne? Nicht alle, aber alle, die vielleicht andere YouTube-Kanäle sich angeguckt haben, Profi-Trader, ne, Tipps gefolgt sind und Short-Positionen eingegangen sind, ja? Ja, haben sich reichlich eingedeckt und jetzt? Ja, ihr seht, grün heißt Short-Position liquidiert, ja. Also Montag, Dienstag, ne, wurden Longs liquidiert, klar, ist nach unten gegangen. Aber Mittwoch, Short-Position, zack, ja. Und das ist das, was der Markt mit euch macht, wenn ihr mit Hebelprodukten arbeitet. Deswegen sage ich, Hebelprodukte, nada, niente, nix, ja. Plus die Finger von lassen. Trading, wenn es unbedingt sein muss, probiert es, aber fang klein an, fang mit Testdepots an, und was auch immer. Aber meiner Meinung nach, Trading definitiv nicht der Weg zum Vermögensaufbau. Ja. Mein Weg, da habe ich auch sehr oft gesagt, für alle, die neu dabei sind, ich fahre die Strategie, ne, die großen Hodeln, Bitcoin, Ethereum und den Rest Yield Farming. Ja. Yield Farming ist, ne, du legst dein Zeug irgendwo an und generierst dadurch Zinsen und Belohnung und somit wächst eben dein Vermögen. So, kommen wir zu den Tagesthemen. FTX, das ist eine der großen News, ja, heute in den Nachrichten. Und zwar haben die jetzt in der Series B, es gibt immer Series A und Series B bei der Finanzierung oder Investitionssammlung von so von so Firmen. Ne? Das heißt, in der Runde B haben die fast 1 Milliarde eingesammelt an Investoren, an Geld von Investoren. Ja? Und natürlich ist deren Token direkt mal um 12% hochgeschossen. Wer nicht weiß, was FTX ist, sowas wie Binance, ja, oder wie Coinbase, wie KuCoin, aber es ist etwas kleiner, ja. Das Interface ist ein bisschen anders aufgebaut, ja, weil viele richten sich halt an Binance. Ne? Binance ist der größte Platzhirsch. Aber worauf ich hinaus will, ne, wenn ihr sowas seht, ja, diese Größe, ja, 900, also 1 Milliarde, ja, da seht ihr, Investoren haben Appetit. Und sehen da definitiv noch einen Markt, der noch kommt. Ja, weil sonst würden die diese Firma nicht auf 18 Milliarden, ne, aktuellen Wert einschätzen. Vergleicht das mal mit Coinbase, die vor ein paar Monaten an die Börse gegangen sind. Die waren damals, glaube ich, knapp 400, sind die fast dahin gekommen. Dollar jetzt bei 232 und deren Marktkapitalisierung, was real ist, nicht geschätzt, ja, liegt bei 60 Milliarden.
Das heißt, ein Drittel von Coinbase, aber die sind Volumen und so weiter, liegen ja viel weiter hinten. Also sehen Investoren bei denen noch eine sehr große Entwicklungsmöglichkeit. Und das hat aus meiner Sicht auch ein bisschen, ne, ihr erinnert euch in den letzten Tagen oder Wochen, sag ich mal, habe ich sehr viele Videos dazu angesprochen in meinen Videos, dieser Schlag gegen Binance, ja, von den Ländern, von den Banken und Behörden, was auch immer, ne, kommen alle um die Ecke gleichzeitig und dann kommt sowas, ja, Coinbase listen hunderte neue Coins und FTX, ja, Evaluation, so viel, also, ne, das hat aus meiner Sicht schon ein bisschen salzigen Beigeschmack, sag ich mal, ja. Könnte koordiniert sein vielleicht, oder auch nicht, ja, aber definitiv steckt was dahinter, ne, aber das Gesamtbild ist eben, wir sehen eine rosige Zukunft, ja, in Crypto-Exchanges und natürlich entsprechend auch Kryptos, ja. So, nächster Punkt, Mastercard. Genau, Mastercard will mit USDC zusammenarbeiten. USDC ist der Stablecoin von Circle und der andere, der größte, ist USDT. Ja. Und USDC hat mittlerweile Ende letztes Jahr, glaube ich, oder Anfang dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, schon mit Visa zusammen gearbeitet, beziehungsweise, ne, Zusammenarbeit vereinbart. Und jetzt, ne, interessiert sich auch Mastercard für die. Was sagen die? Ja gut, wir wollen natürlich, ne, die Leute ermöglichen über Krypto, vor allem, ne, über USDC ist es viel einfacher als über Fiat-Währung, ne, in den Krypto einzusteigen, einzukaufen und so weiter. Und man sich nicht die ganze Entwicklung sieht, ne, in den Märkten von NFT, was es alles gibt, ja, ist eben der Entwicklungsmarkt, ja, und da fließt halt das Geld hin, ja. Guckt euch einfach mal die Zahlen an, USDC, USDT, deren Entwicklung, die geht so, ja, die Kurve geht so, trotz der aktuellen Marktlage, ja. Und das stärkt auch meinen fundamentalen Ansicht des gesamten Marktes, ja, dass wir uns definitiv noch nicht im Anfang eines Bärenmarktes befinden, ja, sondern nur in einer Art Erholungszustand vom Bullenrun, dass er noch definitiv fortgesetzt wird demnächst, ja. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, da sind wir auch schon. NFT, OpenSea ist da der größte Player in dem NFT-Bereich. Und war bislang auf Ethereum. Ich hatte da auch probeweise ein, zwei Sachen mal reingestellt gehabt, einfach um zu gucken, ja, weil das Einstellen kostet halt nichts. Aber der Verkauf, ne, ist eben mit Gebühren verbunden und auf Ethereum ist natürlich das Problem, dass die Kosten sehr hoch sind, ja. Und die wollen natürlich viele Kunden dazu gewinnen und haben gesagt, okay, wir expandieren jetzt auch auf Polygon, ja, wo die Gebühren eben so niedrig sind, dass praktisch das komplett wegfällt, ja. Soll mehr Kunden anlocken und natürlich auch das vorantreiben, die Entwicklung. Und ich glaube, NFT, das wird noch ein großer Markt werden. Ja? Nicht nur auf einzelne Artworks oder was auch immer bezogen, aber auch, es gibt ja auch NFT-Properties mittlerweile sehr viele, ja, die wo eben tatsächlich Grundstücke über NFT angebunden sind. Und ich glaube, das geht auch wird auch in Richtung Gaming und so sehr stark gehen. Ja? Sieht man ja zum Beispiel bei Axie Infinity, ist so das, ne, das größte oder bekannteste aktuelle Spiel, das mit NFT arbeitet. Das ist ja jedes von diesen Viecher, ist ja ein eigenes NFT auf der Chain. Und ja, definitiv spricht auch für die Entwicklung. Jetzt nicht Krypto an sich, aber NFT-Markt. Ja. NFT-Markt betrachte ich aus meiner Sicht als ein getrennter Markt von Krypto. Ja. So, nächster Punkt. Imported Dip. Ah, genau. Das ist der Punkt. Ja, ihr erinnert euch, ne, die letzten Wochen, was war da in den Schlagzeilen? Ah, der Unlock, der demnächst kommt, ja, der Kurs wird abstürzen, ja, weil so viele Bitcoin, die plötzlich, ne, die Investoren verkaufen könnten, wird den Markt komplett in den Boden schießen und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt die Geschichten, die erzählt werden. Und was ist passiert? Naja, nichts ist passiert. Gut, wir hatten Montag einen Dip, ja, Dienstag einen Dip, aber das hat jetzt mit dem Unlock nichts zu tun gehabt, ja. Und das habe ich auch in meinen Videos erklärt, falls ihr, ne, schon länger dabei seid. Der Unlock, das wurden die Shares, der GBTC Shares unlocked. Und mit den Shares kannst du gar nichts anfangen, außer die zu kaufen und verkaufen auf den Märkten. Ja, du kannst sie nicht gegen Bitcoins eintauschen. Das ist der genaue Punkt. So, und alle, ne, die nicht wissen, die Shares wurden Anfang des Jahres mit einem Aufschlag verkauft. Ja, das heißt, du musst jetzt extra drauf zahlen.
Aufschlag verglichen natürlich, ne, mit dem, wenn du direkt Bitcoin gekauft hättest. Und seit März, Ende März, wurden die mit einem Abschlag verkauft. Ja? Das heißt, du kriegst die günstiger, aber wenn du die verkaufst, ne, sind die auch unter dem Wert. So, und jetzt, ne, bei dem Unlock ist natürlich so, das war auch meine Einschätzung, warum ich gesagt habe, das wird nicht viel Auswirkungen auf den Markt haben. Naja, warum sollen die Investoren ihren Shares, ne, mit einem, so, der sowieso negativ ist, und dann zusätzlich noch mit einem Abschlag, also noch weniger Wert, verkaufen? Naja, es gibt ja trotzdem die, verkauft haben oder bereit sind zu verkaufen, und da ist Cassie Wood natürlich, ne, bought a dip. Ja, und welcher Dip? Genau den von gestern und vorgestern. Den habe ich euch im Video gezeigt, ja, da habe ich auch beide Dip, ne, entsprechend meine Position auch weiter ausgebaut, in Bitcoin, Ethereum und Cardano habe ich auch dazu gekauft. Und das spricht auch aus meinen Augen dafür, dass wir nicht im Anfang eines Bullenmarktes sind, auch wenn Cassie Wood jetzt keine Glaskugel hat, ja, was die Zukunft von Krypto angeht, gehe ich davon aus, dass sie eine sehr kompetente, hochintelligente Frau ist, was Investment angeht, vor allem Krypto, ja. Und es ist nicht, man soll nicht alles als auf die goldene Waagschale legen, was sie sagt, ja, aber wenn die tatsächlich solche große Investitionen tätigen, da bin ich schon, das unterstützt schon mich in meiner Ansicht des Gesamtmarktes, was die fundamentalen Daten angeht, dass wir uns erst in eine Pause und eine Erholungsphase befinden, wo wir dann noch viel weiter in die Höhe gehen werden. So, nächster Punkt. Pancake Bunny. Ja, für alle, die nicht wissen, Pancake Bunny ist ein Aggregator, was Yield Farming angeht. Ja, die hatten vor einigen Monaten, ich glaube, das war April oder so, da hatten die in ihren ersten Exploit, da hat jemand mit Flash Loan Angriff eben was abgezwackt von denen. Ja, ich war da drunter auch, habe meine Verluste dort erlitten. Und die haben, ne, die Leute entschädigt, in Anführungsstrich, mit einem eigenen Entschädigungsplan, was nicht wirklich viel gebracht hat. Ja? Und da haben die jetzt vor ein paar Wochen gesagt, okay, wir expandieren jetzt auch auf Polygon, ja, weil da ist jetzt der Wachstumsmarkt und mischen da auch mit. Leute wussten das vielleicht nicht, ja, was da passiert ist, oder Leute waren unvorsichtig, unvorbereitet, nicht informiert, haben dort investiert, und ich meine, man kann das nicht vorhersehen, ne, dass sowas passiert, aber es ist eben passiert, ja, zum zweiten Mal. Pancake Bunny, und die haben gesagt, jetzt ein Bericht, wir werden die Leute entschädigen, ne, das gleiche Programm, ja. Jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, die hatten einfach super Pech, wurden zweimal angegriffen, aber der Verdacht ist eben da, ja, also man kann es nicht abstreiten, dass es irgendwie intern arrangiert ist, ne, warum zweimal Flash Loan Attack? Entweder sind die total inkompetent, da haben sie sowieso nicht verdient, ja, dass da jemand Geld anlegt, oder die haben das so gewollt, ja, oder geplant. Weiß man nicht, wir sind im wilden Westen, im DeFi, ja, denkt immer dran, bevor ihr investiert, das Wichtigste ist Nachforschung betreiben, ja. So, am Schluss noch zwei lustige Geschichten, ja. Ihr seht, das ist jetzt nicht auf den einschlägigen Seiten, die ich normalerweise, wo ich unterwegs bin, ja, aber trifft ein bisschen ja, den Nagel auf den Kopf, was so die, ja, die Medien, ne, verbreiten heutzutage, was über Krypto. Google mal in Stern oder was auch immer. Selbst bei Heise gibt es so viele Artikel, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und ja, die Narrative ist eben, ne, hier, Leute, ja, die Mining, das sind böse Leute, schlechte Leute, und wir zerstören jetzt das, was wir beschlagnahmt haben von denen, ja. 1960 Bitcoin Mining Maschinen im Wert von irgendwie 1 Million, 2 Millionen, hier steht es 2 Millionen, ja, nee, 2 Millionen ist der Strom. Wie viel die Maschinen gekostet haben, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls, es war nicht das illegale Mining, ja, es war auch nicht die Maschinen illegal, es war illegal, dass die Strom geklaut haben aus dem Netz heraus. Nun ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ich meine Stromrechnung nicht bezahle. Gut, da kommt die Stromfirma um die Ecke und sagt, hier, zahl das, oder wir stellen dir den Strom ab. Ja, okay, wenn ich im großen Stil Strom klaue, dann kommt vielleicht die Staatsanwaltschaft und sagt, hier, ne, und aber was hat die Maschinen damit zu tun? Ist doch, also entweder waren die Behörden oder die Leute, die Gerichte so nicht informiert und haben null Ahnung davon, was da vor sich geht, ja, oder
Die wussten ganz genau, was da vorgeht. Ja, und die wissen auch, was diese Maschinen wert sind und was man damit machen könnte. Ne? Stell dir mal vor, ja, die beschlagnahmen die Maschinen. Bei uns gibt es ja auch Zollauktion, ja, zollauktion.de oder wie die heißt. Das sind Sachen, die beschlagnahmt worden sind. Ja. Was spricht dagegen, diese Maschinen zu verkaufen oder zu sagen, okay, jeder, der es kauft, muss sie registrieren, du musst deine Standpunkte registrieren und Steuer zahlen. Ja. Das wäre doch die Lösung gewesen, da draus noch ein gutes Geschäft für die Region zu machen. Aber nein, wir zerstören die Maschinen mit einer Dampfwalze, weil das böse, böse Maschinen sind. Ja. Ihr versteht, ja, die Geschichte, wo drauf alles hinauslaufen soll, alles Krypto, das ist nichts für einen guten Bürger, ja, der gute Bürger, der lässt die Finger davon, vor allem nicht Mining, ja, nicht Mining betreiben, bloß nicht. Ja, und das hier auch, ach, das ist so armselig. Also, ne, holt mal eure alten PS4 raus, fangt an damit Bitcoin zu minen. Ihr könnt sehen, wie viel Geld ihr verdient, ja, oder eher gesagt, wie viel Geld ihr verliert. Und naja, gut, ich meine, ist nicht legal, genau das gleiche Prinzip, ja. Die haben Strom geklaut und haben mit 3800 PS4, die an sich nicht illegal waren, mit geklauten Strom haben die, was haben die gemacht? Offiziell haben die illegales Mining betrieben, ne? Für alle Laien, wahrscheinlich Bitcoin Mining, denkt man sich, aber wenn ihr ein bisschen tiefer gräbt, die haben eine Ingame-Währung vor einem Spiel, ja, von diesem Fußballspiel, das haben die gemeint. Nicht Bitcoin, nicht Ethereum, nicht irgendwas, ja. Die haben diese Ingame, diese, ne, Spielmünzen oder Spieleinheit oder wie das nennt, mit dem PS4 gemeint und ja, einfach nur traurig. Ja, dass solche Artikel gibt und auch, ne, solche News verbreitet werden und bleibt stark, ja, informiert euch, ganz wichtig, also das Allerwichtigste, ne, immer zum Schluss, Daumen hoch, Daumen runter, Abo und die Klingel, ja, alles andere könnt ihr in die Tonne klatschen. Nein, das war nur Spaß. Also, mein Name ist G aus dem Krypto-Café, jeden Tag neues Video hier, ja, ich sehe euch, ciao, ciao.